Hallo und willkommen zu diesem Infovideo. Heute schauen wir morgen die SSO-Konsole. Das 21 ansteht, dachte ich mir, schauen wir uns nochmal den Launch-Trailer an und schauen nochmal die ganzen Sachen an, die SSO-Con in den letzten Tagen und gestern in Instagram gepostet hat, wo auch mehr Zeitpläne, Server und alles andere dabei ist. Also ja. Schauen wir uns erstmal hier an, was die gemacht haben. Also ja, den Trailer. Hä? A text? Oh my gosh! He's texting me. Oh my god, yes. SSOCon. SSOCon. Star Stable Convention 2021! Yes! I'm invited! Hey Star Fam, are you guys ready for SSOCon? Also da stand bis jetzt einfach nur ein internationales Event her zurück am 23. bis 27. Juli, also ab morgen. And I can't wait to see you at this year's SSOCon. Hey everyone, it's Peach. Dann stand noch halt Merchandise, also Sachen, die man anziehen kann. Und hier Competitions, Wettbewerbe und Verlosungen. Hey everyone, it's Peach. But I'm in this year's SSO Con. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Und noch mehr Creator. For SSO Con 2021. So. Das war auch der Trailer. Und darunter haben die noch geschrieben, hier machen sie sich bereit, Soulrider. SSO kommt zurück für ein unterhaltsames 5-tägiges Event. Neue Region mit einigen neuen unbekannten Gesichtern. Selbst ich auch zum ersten Mal dabei. Wir freuen uns 5 Tage voller Meetups, also in Treffen mit den Creatoren, Spielen, Q&As, Wettbewerben und Giveaways. Die SSO-Con 2021 findet vom 23. Juli im Spiel und auf unserem YouTube-Server sowie Creator-Plattformen statt. Wir können es kaum erwarten, lustige Spiele und Aktivitäten mit Ihnen allen zu haben und einige sehr gefragte Regionen zu besuchen. Star Stable war ein Ventil für uns alle. Also diese Übersetzung ist jetzt nicht die beste, aber okay. Um für immer Freundschaft zu schließen, aber das heißt Star Stable dazu das Spiel mitgeholfen hat, dass man halt Freundschaften schließt und halt Zeit miteinander verbringt. Besonders nach dem Jahr, das wir hatten, wollten wir die Veranstaltung zurückbringen, um Menschen wieder zu vereinen und die Kreativität, Inspiration, Hingabe und unsere Community zu feiern. Es ist Zeit, etwas Spaß zu haben. Die offizielle Liste der Ersteller und Regionen wird in Kürze veröffentlicht, also bleibt dran. Bis bald, Jörg. Dies wird eine von der Community erstellte Veranstaltung. Also das hat nicht SSO erstellt, das hat die Community von SSO erstellt, also mehrere Creator, wie zum Beispiel Zap. Also dann haben wir noch einen Instagram-Kanal und den besuchen wir jetzt. Aber zuvor noch dieser Screenshot, der auch noch ganz gut zeigt, wann das ist und bei wem das ist und wo das ist. Also nicht auf welchem Server, das kommt gleich, aber es ist jetzt schon mal so eine ganz gute Übersicht. Und man muss auch bedenken, dass es halt da es ja in mehreren Ländern ist, ist es ja auch in verschiedenen Tagen. Also morgen ist es für unsere Zeit um 2 Uhr, also um 14 Uhr. Und die spenden das halt alles für einen guten Zweck. Damals waren es, glaube ich, letztes Jahr Bäume oder so, habe ich auf dem Instagram-Channel gelesen. Und bei uns ist es um 16 Uhr, also um 4 PM. Und dann, ja, es geht halt immer 4 Stunden und es ist nur im Nichtarbeiterbereich. Und man macht da halt verschiedene Sachen, die hier auch schon gesagt worden sind, unter anderem auch zum Beispiel die längste Schlange der Welt bilden. Aber jetzt gehen wir mal zu dem, was ist da jetzt passiert? Egal. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal zu dem Instagram-Server von denen. Also hier sind wir jetzt und hier fangen wir mal an bei den offiziellen Creators. Also eigentlich hatte ich das ja hier übersetzt. Okay, dann
muss es eben nochmal übersetzen. Also hier ist unsere offizielle Creator-List und Regionen für SSOCon 2021. Wir haben 29 Schöpfer, die ihr hier alle seht. Manche waren ja auch bei der World Tour von SSO dabei, wie zum Beispiel Justin Lazarpixel oder Fabi. Oder Max King Moon und noch mal andere. Auf jeden Fall, es gibt einige neue Gesichter, die dieses Jahr sowie bekannte. Wir haben einige erstaunliche Schöpfer gefragt, die sie vorgeschlagen haben, sich uns in diesem Jahr anzuschließen. Einige Schöpfer waren super beschäftigt und werden es leider nicht dieses Jahr schaffen, wie zum Beispiel ja Abigail Pineheaven, die ja gerade ihre World Tour macht. Deswegen wird sie auch nicht kommen. Wir haben versucht, so viele wie möglich einzubeziehen, aber wir müssen die Zahl aufgrund der Logistik der Veranstaltung niedrig halten, damit wir nicht am Ende Server abstürzen. Ja, die Server sind zwar schon öfters abgestürzt, aber sie werden wahrscheinlich eh wieder abstürzen. Wir haben die Top 10 Regionen, die über unser Feedback-Formular angefordert wurden, das wir vor ein paar Monaten geschickt haben. Leider können wir dieses Jahr nur auf 10 gehen, da wir uns an ein 5-tägiges Event statt an 3 halten. Ein vollständiger Zeitplan werden bald zusammenkommen mit einer Merch-Information und anderen Informationen. Bis bald. Also hier seht ihr die alle. Und ja, ich kenne die wenigsten davon. Dann kommen wir hier zu dem Discord-Server, weil die haben jetzt nach großer Nachfrage haben sie entschieden, dass sie einen Discord-Server machen, wo jeder drauf kann. Und der Link ist in der Bio, aber ich habe den Link hier noch nicht gefunden. Egal, auf jeden Fall werden dort die Q&As sein und ja, da kann halt jeder hinkommen und zuhören. Und ja, man kann halt dann live dabei sein. Und dann kommt hier ein Bake-Off und eigentlich hätte ich das hier alles übersetzt, aber irgendwie will es dann doch nicht. Egal. Auf jeden Fall gibt es da auch eine Verlosung an StarCons, wie ihr hier seht, also Content Alarm. Holen Sie sich Ihre Backmütze, es ist eine Abschleicher zum Backen. Summieren Sie Ihre leckeren Leckereien und Backwaren, indem Sie die /SSOConBakeOff verwenden und uns eine Beschreibung Ihrer Leckereien in die Bildunterschrift geben. Sie sollten einem Kreativitäts- und SSO-Thema folgen, aber Sie müssen nicht schick sein. Sie können einige vorgefertigte Kekse eisern oder eine von SSOCon inspiriertes Getränk zubereiten. Werden Sie kreativ. Das wäre ohne StarStable Online nicht möglich. Vielen Dank. Wir können es kaum erwarten, Ihre Leckereien zu sehen. Die Deadline ist am 27. bis zum Beginn unseres letzten Veranstaltungstages, da wir die Gewinner im Stream bekannt geben werden. Die Gewinner werden über die SSOCon im Instagram informiert. Denken Sie daran, unseren Discord-Server beizutreten und über alle Wettbewerbe und Veranstaltungsinformationen auf dem Laufenden zu bleiben. Also hier sieht man das noch, hier steht noch dasselbe, was hier ist, dann sollte aber das Logo drauf sein und die Farben von der SSOCon und es gibt 6 Gewinner. Und der erste bekommt 300 SC, der zweite 200, der dritte 100 und man muss /SSOConBakeOff in dem Post nutzen, sonst wird das nicht gewertet und bis zum 27. ist das. Und dann haben wir jetzt hier noch das, was die meisten wahrscheinlich interessieren wird, und zwar die Zeitpläne und allgemeine Informationen. Ich werde es übersetzen, da ich, ja, nee, okay, ich kann schon ein bisschen Englisch, ich kann eigentlich ganz gut Englisch, halbwegs, aber trotzdem möchte ich das hier ein bisschen ordentlicher machen mit SSOCon gleich um die Ecke. Hier sind die Zeitpläne für jeden Tag. Wir werden im Nicht-Starwider-Bereich bleiben, also wenn Sie keinen Starwider haben möchten, machen Sie sich keine Sorgen. Denken Sie daran, wenn Sie nicht am Spiel teilnehmen können, immer die Livestreams und Zwietracht einzuschalten zu können und sogar einige Sternmünzen und Preise zu gewinnen. Das läuft dann wahrscheinlich jetzt ab, so wie bei Selb und bei Abigail Pineheaven, dass man dann da Münzen sammelt, wenn man halt in dem Stream ist.
Wir werden die Q&A-Server, wir halten den Q&A-Server geheim, um zu verhindern, dass sich die Leute während des Hostings drängen. Ne, aber das wird veröffentlicht, nachdem sie für die Spiele fertig sind. Sie werden vielleicht merken, dass die Zeiten leicht verkürzen, da wir ein 5-tägiges Event durchführen, anstatt nur ein 2-tägiges wie beim letzten Mal. Benutzernamen und Standorte werden für jeden Tag veröffentlicht vor dem Veranstaltungstag. Wir freuen uns sehr, auf euch kennenzulernen und Spaß zu haben. Und hier steht dann noch was Ähnliches. Hier sind die Zeitpläne für jeden Tag und halt für alle, aber jetzt nicht für alle Creator und für alle Regionen. Und ja, es gibt halt Meetups, wo die Hälfte der Creator will be on one, also die Hälfte der Creator will, ist in einer Region und die andere in einer anderen Region und dann werden sie halt rumgeswitcht, also sie wechseln dann, weil es immer zwei Regionen pro Tag gibt. Ich hoffe, ich habe es jetzt verständlich erklärt. Auf jeden Fall, also wenn die UK dran ist, dann wird eine Hälfte der Creator in dem ersten Meetup sein, dann gibt es eine Pause und dann wird gewechselt und die andere Hälfte wird dann auch da sein, während die erste Hälfte wieder weggeht. Also dann gibt es nur Q&A-Folgen und da werden alle Creator dabei sein und zu einem geheimen Server wechseln, sodass das ein Q&A beginnen kann, ohne dass jemand das Q&A stört. Und dann, we will all be joined. Achso, dann werden die noch alle auf dem Q&A Discord Server sein. Und da kann man dann live zuhören, aber auch im Livestream auf YouTube. Und dann kommen wir zu den Games. Und zwar werden wir Spaß haben an manchen Regionen mit allen Creatern. Also da werden dann alle dabei sein. Und hier, remember, creators and the SSO-Con will be in Livestreams. Also die werden in Livestreams sein. So if you can't join in-game, you can join the fun sort, the live games. Also wenn ihr nicht in SSO live dabei sein könnt, weil ihr zum Beispiel keinen, was weiß ich, englischen Account habt, dann könnt ihr trotzdem im Livestream dabei sein. Das ist jetzt der erste Tag hier und zwar der 23. Das ist morgen. Timezone GMT plus 2. Also ich hatte mir aufgeschrieben, wann das ist. Warte. Hier. Also morgen ist es um 14 Uhr, um 2 Uhr, also 2 p.m. 14 Uhr, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertan habe, ist es bei uns. Und zwar wird das erste Meetup bei dem Server Springstar sein und dann bei dem nächsten wäre es dann bei Grape Mountain, da ist dann die zweite Gruppe. Und dann gibt es eine Pause von 2.40 Uhr bis 3 Uhr. Und dann um 3 Uhr machen die das, dann kommt Gruppe 1 zu Grape Mountain und Gruppe 2 zu Springstar, dann ist wieder eine Pause. Und dann kommt dann um 4 p.m. ein Q&A, Secrets, und dann um 4.30 Uhr kommt dann Games. Und dann um 4.50 Uhr kommen Games um Springstar und um 5.10 p.m. endet es dann. Und hier steht immer noch dasselbe, dass man halt den Livestream steuern kann, wenn man nicht in-game kommt. Dann kommt es am Day 2. Und dort sind es in der USA, also in der USA, ja klar, in der USA und in Kanada, in den Servern Night Sprinkle and Maple Star. Und dort wird um 2 p.m. das erste sein. Und dann gibt es wieder eine Pause. Und dann tauschen die wieder die Gruppen, das war ja das, was sie gesagt haben, damit alle mal auf jedem Server sind. Dann gibt es wieder eine Pause, dann kommen wieder die Q&A-Folgen und auch die Games. Und zwar kommen die Q&A-Folgen bei der USA und die Games, ich denke mal, in A heißt könnte Kanada sein, I don't know. Auf jeden Fall kommen die hier und die sind auch geheim, damit die keiner stört. Also zumindest der Secret, und Secret ist ja geheim. Auf jeden Fall endet es dann wieder um 5.10 Uhr. Dann kommt der dritte Tag, wo Asia und Australia dran sind.
Und zwar beginnt es um 7 pm, also um 7 pm. Und dann tauschen die wieder. Das allererstes wird bei Asia auf Panda Rally und bei Australia auf Sunbeam Palace sein. Dann tauschen die wieder. Und dann, wenn die getauscht haben, gibt es wieder eine Pause. Und dann kommen wieder Q&A und Games. Und wenn ich das richtig sehe, hier beides auf Australia. Aber okay. Und dann gibt es das Ende. Also es geht immer 4 Stunden. Und ja. Dann kommt Day 4. Und dann kommen wir... Oh mein Gott, das ist auf meinem Server. Yay! Ich habe mir das noch nicht voll angeguckt. Deswegen freue ich mich gerade extrem, dass es auf meinem Server ist. Oh Gott, der arme Server. Der wird sowas von Christian. Okay, ich schaue mich irgendwie doch nicht mehr, dass es auf meinem Server ist, weil... Ja, erinnert euch, was auch mit Chocolate Mountain passiert ist, als die World Tour da drauf war. Also ich weiß gerade nicht, ob ich mich freuen soll, dass es auf meinem Server ist, oder ob ich mich nicht freuen soll. Ja, werden wir sehen, ob es crasht oder ob es nicht crasht. Auf jeden Fall cool, dass es auf Yelly Lake ist, meinem Server, Server 15. Ja, auf jeden Fall ist es an diesem Tag dann um 4 pm und ist es ja um 16 Uhr dann. Also, was rede ich denn? Doch, 16 Uhr. Oder warte, ich gucke mal gerade nach. Ich hatte es mir hier aufgeschrieben. Ja, bei uns ist es um 16 Uhr. Also ich war doch richtig, ist es um 16 Uhr bei uns. Also auf jeden Fall kommt die erste Gruppe dann zu Icy Volcano und dann kommt die zweite Gruppe zu uns auf meinen Server. Ja, mal gucken, was das wird. Dann gibt es wieder eine Pause. Dann kommt die erste Gruppe zu uns, also auf Jelly Lake. Und dann die zweite Gruppe auf Icy Volcano. Und dann gibt es eine Pause. Und dann kommt um 7 pm ein Q&A für Deutschland. Und dann die Games um 7.30 Uhr für Deutschland. Und dann kommen um 7.50 Uhr dann die Games für Icy Volcano und um 8.10 Uhr endet es. Also um 8.10 Uhr ist dann 20.10 Uhr. Also geht es von 16 Uhr bis 20.10 Uhr bei uns. Und das ist eigentlich, denke ich, das Wichtigste, weil ich denke nicht, dass die meisten einen australischen, amerikanischen, englischen oder sonst was für Account haben. Und ja, auf jeden Fall kommt es dann hier Day 5, the last day, also der letzte Tag. Und dort haben wir dann hier als allererstes auf dem UK-Server auf Coconut Island, danach auf dem Netherlands, ich denke L steht für Netherlands-Server, auf Penguin Pound. Dann gibt es wieder eine 20-minütige Pause, die wechseln wieder nach einer Stunde. Und dann ist dann halt auf dem Penguin Pond Gruppe 1 und auf dem Coconut Island Gruppe 2. Dann gibt es wieder eine 20-minütige Pause. Dann kommen die Q&A-Videos für, ich denke mal, Netherlands ist das NL. Wenn es nicht so ist, dann korrigiert mich bitte. Und dann kommen die Games auf diesem Server. Und danach kommen für UK die Games. Und um 7.10 Uhr endet es dann. Und das war es auch tatsächlich. Also... Ja, ich hoffe, ich konnte euch das informieren. Also morgen geht's los, ganz wichtig, morgen geht's los. Deswegen denke ich mal, haben die Bäume geschmissen, weil hier steht Video Night Trees. Ja, auf jeden Fall, das war jetzt alles, was es zu SSO Con gibt. Es geht morgen los und unser Server ist Jelly Lake. Also am vierten Tag kommt es dann auf meinen Server. Und ja, morgen geht es dann um 14 Uhr los, am vierten Tag geht es um 16 Uhr los und es wird halt so wie bei der World Tour sein, dass es halt immer verschiedene Zeiten sind, da es ja in verschiedenen Ländern ist. Deswegen, ja, ich hoffe, euch hat dieses Video ein bisschen gefallen und es konnte euch helfen und ja. Dann gucke ich mal, ob ich heute noch das schaffe zu streamen, wenn nicht, dann tut es mir leid. Dann wird es eben morgen oder so sein, weil Section hat sich ja gewünscht, dass ich nochmal kurz streame. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, falls wir uns heute nicht mehr sehen. Bis morgen und ciao, ciao.